Die Wiedereröffnung des Schiffshebewerks steht wieder einmal in den Sternen. Aus Berlin kam ein unannehmbares Angebot und das Verwaltungsgericht war auch keine wirkliche Hilfe. Wir befragten den ersten Vorsitzenden des Fördervereins, Rainer Rieck, wie es nun weitergehen soll. Ja, im Grunde genommen, die Enttäuschung, wie schon vermerkt, war riesengroß, weil wir mit diesem Ergebnis nicht rechnen nach vorherigen Recherchen und den Aussagen auch unserer Rechtsanwältin. Der Richter hat meiner Meinung nach, ich müsste ganz vorsichtig sein, denn Richter sind auch sehr empfindlich, die Sache nicht ganz erfasst, worum es ging. Wir haben ja erstmal die Mitteilung bekommen vom Justizsprecher, darin stand, es ging um eine Beurteilung der Angelegenheit Schiffshebewerk. Nein, es geht im Planfeststellungsverfahren um die Schleuse. Und in diesem Planfeststellungsverfahren, unterschrieben vom Landrat Lehmann, stand ganz klar definiert, es wird nur die Genehmigung erteilt zum Bau einer Sparschleuse bei Weiterbehaltung und Weiterbetrieb des Schiffshebewerkes. Da gibt es kein Vertun. Das ist eine klare Sache, die von der Anwältin verlesen wurde. Und der Richter hat sich im Grunde genommen zurückgezogen auf ein Planfeststellungsverfahren des Schiffshebewerks, was überhaupt keiner versteht. Das Ding ist doch durch. Das war 1937. Das heißt also, wir werden, jedenfalls von meiner Warte her, weiter auftreten. Wir werden besonders politisch jetzt aktiv werden. Gestern war ein längeres Gespräch mit dem Abgeordneten des Bundestages, Herrn Manfred Behrens, in Burg bei der Bundeswehr. Das klappte wunderbar. Und er hat auch gesagt, jetzt wird Druck drauf gemacht, da die Anwältin festgestellt hat, dass die Feststellung, die wir getroffen hatten, dass das Schiffshebewerk im Grunde finanziell rentabler arbeitet, das musste auch der Richter einsehen, weil wir brauchen 56 Euro für einen Hub im Schiffshebewerk und 350 bis 60 Euro in der Schleuse. Die Schleuse ist wichtig, wir bestehen darauf, die Schleuse zu haben für große Verbände, aber wir können es nicht zulassen, dass circa 6 Schleusungen, je mal 300 Euro, 1800 Euro werden ungefähr versiebt, jeden Tag, dadurch, dass die Herrschaften in Bonn und Berlin, wo sie ja noch sitzen, sturköpfig sind und dass der Richter auch auf diese Sache nicht eingegangen ist. Er sagte in einem Kommentar, er könne die touristischen Zwänge nicht erkennen und könne daran nicht urteilen. Ist ja ganz klar, es ist ein Verwaltungsgericht. Aber der Mann muss auch mal einen Anstoß geben, wie die Sache durchgesetzt wird. Wir haben eine Demokratie und wenn 56.000 Menschen dafür plädieren und 56.000 sagen, das Werk muss erhalten bleiben und wir 1,5 Millionen jedes Jahr zusetzen, alleine an gastronomische Leistungen und 110.000 Leute nicht mehr kommen, der muss auch bei einem Richter des Verwaltungsgerichtes etwas klingeln, dass er nicht sagt, ich nehme die Klage nicht an, sondern dass er sagt, ich möchte bitte nochmal erörtert haben. Denn lange genug hat ja die Verhandlung gedauert, wir saßen ja bis um 1 Uhr und dann war die Urteilsverkündung ja auch noch um 15 Uhr, obwohl er gesagt hat, um 16.30 Uhr. Also da passt auch ablaufmäßig alles nicht zusammen. Und wenn der Bürger wieder Vertrauen in die Politik fassen soll, Vertrauen in die Rechtsprechung, dann dürfen solche Sachen eigentlich nicht passieren. Richter, so Rieck, seien zwar nur ihrem Gewissen verpflichtet, aber hier müsse auch ein Denkprozess einsetzen. Da bestehe ich drauf, denn jetzt kommen die ersten Mitteilungen, schon in der Volksstimme. Dann redet hier schon wieder von Steuergeldern, die verquast werden. Die Leute sollten wirklich eins machen, vor Inbetriebnahme des Mundwerkes das Gehirn einschalten. Das ist immer eine ganz wichtige Formel, denn ein gewisser Herr Niemann schreibt hier, wir nennen ruhig den Namen, der Mann kann sich bei mir melden, dass da Steuergelder verquast werden. Die Weiße Flotte ist ein Einzelunternehmen, was rentabel arbeiten muss. Und wenn der sich seine Ausfahrtschleifen erhält oder erkämpft, ist es sein gutes Recht, wie sich jeder Arbeitnehmer seine Erhöhung seiner Löhne vorwählt, jeder Unternehmer seiner Dividende. Das ist unser Leben. Und wenn die Weiße Flotte diese Schleife nicht mehr hat, wenn das wegfällt, haben wir ein ganz großes Problem. Da hängt sich nämlich das Schiffshebewerk, Magdeburg und Weiße Flotte, da irgendeine andere Firmen in Tangermünde, im Mecklenburgischen auch die dorthin fahren. Die Wolfsbäuer haben auch die Möglichkeit nicht mehr. Und ich möchte nicht in der Schleuse eingesperrt sein und dort 25 Minuten an den nassen Betonwänden hochgefahren werden. Da haben manche Leute eine Phobie und fahren nicht mehr mit. Das sollte der Richter auch mal beachten, wie weitgreifend seine Entscheidung war und ist für die Region. Man kann nämlich auch als Richter abwägen.
Rieck lobt ausdrücklich das Verhalten der Stadträte und von OB Lutz Trümper, die sich einmütig für das Hebewerk einsetzten. Umso schlimmer ist die Reaktion der Bundesregierung, die dermaßen oberflächlich, geistlos und nicht wissen, was in der Politik los ist beim Menschen, beim einfachen Menschen hier unten, dass der einfach seinen Ausflug haben möchte, dass er auch mal Recht haben möchte in einer Angelegenheit, wo sich 56.000 akzentiert haben, dass man einfach nicht davon ausgehen kann, dass diese Leute es nicht begreifen und einem Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt, und wir haben nur 16 Hauptstädte mit den freien Städten, dermaßen behandelt, das ist also für mich erstmal von der Art der Menschlichkeit das Allerletzte. Und zweitens ist es unkaufmännisch. Man hat dem Oberbürgermeister gesagt, das sind die Fakten, wir haben die Fakten geprüft, es war machbar, wenn auch überhöht die Forderung, da hätten wir noch dran geknabbert. Aber mit der nächsten linken Sache wiederzukommen, denn wir haben vom Ministerium für Verkehr und Bau nur linke Sachen erlebt, durch die Bank. Da sind Helden bei, die alles versprechen, ich rufe zurück, ich mache alles, über meinen Tisch muss alles gehen, ich will hier keine Namen nennen, das können wir später nochmal machen. Und wenn Sie darauf angesprochen werden, was tun und kommen Sie nach Berlin, dann sagen Sie, mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Im Grunde genommen alles Kümmerlinge, die im Grunde genommen nichts auf die Reihe bringen, aber eine ganze Region kaputt machen. Es ist überhaupt keine Aussage getroffen worden, wofür die Millionen da sein sollen, gar nicht. Es kam ein Vertrag, den kannst du für jede Klobenutzung nehmen. Und dazu braucht Berlin im Grunde um 4 Monate. Und ich warte von einem Hauptabteilungsleiter seit 7 Wochen auf einen Rückruf zur Sache. Das ist eine zweite Schiene, das ist einmal der Förderverein und einmal ist es der OB. Weil uns auch gesagt wurde, wir kümmern uns drum. Wir waren ja schon einen Tag davor, 2008. Da wurde gesagt, morgen wird eröffnet, Frau Staatssekretärin Roth kommt. Am Abend vorher wurde ich nach Berlin gebeten und wollte mir sagen, sie kommt nicht. Da soll ich extra nach Berlin fahren zur Abendstunde, damit mir von einer Dame, der dir das Wort nicht halten kann, im Grunde genommen sowas dann offeriert werden soll. Das ist die schlechteste, wollte ich fast sagen, beschissenste, aber die schlechteste Demokratie, die es überhaupt gibt, wenn sich Verwaltungsteile lösen von der Bevölkerung. Rainer Rieck hofft, dass der OB an der Sache dranbleibt und den Mut nicht verliert. Obwohl er es verstehen könnte. Wir haben den Herrschaften in Berlin gesagt, es könnte in das blaue Band eingesetzt werden. Es könnte in die Europa-Radwege eingesetzt werden und so weiter. Die Herrschaften begreifen es einfach nicht, weil sie wahrscheinlich nicht denken. Weil sie nur ihren Posten absitzen. Und jetzt werden wir rangehen und werden einfach mal sagen, der Schaden für die Bundesrepublik Deutschland, für den Steuerzahler ist so und so hoch pro Tag, pro Stunde, pro Jahr. Jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt sagen wir, nun kommt drüber, und das ist auch die Möglichkeit, den Bundesrechnungshof von diesem Verschleiß von Steuermitteln zu unterrichten und vor allen Dingen auch eins, die Bevölkerung, und das werden wir machen. Klare Worte, die hoffentlich auch OB Lutz Trümper finden wird, sicher etwas diplomatischer formuliert, wenn er am 22. August zusammen mit den Beigeordneten Rainer Nitsche und Holger Platz nach Berlin fährt, um dem Staatssekretär Professor Scheuerle die Position der Stadt zu verdeutlichen. Dabei sollen auch die noch strittigen Finanzfragen aus dem Vertragsangebot des Bundesverkehrsministeriums zur Sprache kommen.